Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Zu Corona gibt es keine weiteren Fragen. Doch, ich hätte. Ach so, eine Antwort. Ich hätte noch eine Ergänzung. Und zwar hat Herr Reitschuster, der uns ja vielleicht aus der Ferne zuhört, hier ja in der vergangenen Pressekonferenz aus einem Amnesty-Bericht zitiert. Was hat Stalins Schnurrbart mit der Bundesregierung zu tun? Einiges. Aber ich werde es hier nicht verraten. Ich verrate das in meinem neuen Video über die Bundespressekonferenz, das Sie im zensurfreien Internet auf Rumble und auf Odyssee sehen können. Übrigens unglaublich, da haben viele Videos auf Rumble inzwischen über 200.000 Aufrufe. Manche knapp an 200.000, andere wieder um die 100.000. Und ich finde, das ist ein toller Erfolg. Erfolg für die Meinungsfreiheit, für die Würde von mündigen Bürgern, weil wir damit zeigen, dass wir uns von der Zensur lösen und dass YouTube nicht machen kann, was es will. Ja, also bitte rüberschalten. Ein kleiner Klick für Sie, ein großer Klick für die Meinungsfreiheit in meinen Augen. Was gibt es sonst noch Interessantes auf meiner Seite? Schauen Sie rein, ein Text von einem Leipziger Professor, der eine unglaubliche Resonanz auslöste, der sagte, er will sich nicht vom pubertierenden Jugendlichen vorschreiben lassen, was er machen darf und nicht. Ein Schrei, wieder die übertriebene politische Korrektheit, wieder den links-grün-rosa Zeitgeist, rot-grün-rosa, denn mit links hat das ja nur sehr begrenzt zu tun. In vielen ist das ja sogar gegen klassische linke Interessen, weil da ja inzwischen die großen Internetkonzerne und all das mit reinspielen. Auch noch ein anderer Text, der mich dort sehr bewegt hat, von einem Lehrer, der auf mich zugekommen ist. Der muss jetzt mit einem Gestell aus Plexiglas, das fast eine Art Pranger ist, anders kann man das nicht sagen, sich durch das Schulgelände bewegen. Hätte man vor 2 Jahren so etwas gehört, man hätte alle für verrückt erklärt. Vera Lengsfeld schreibt noch darüber, was in Berlin los ist. Da werden Unsummen für sichere Rückzugszonen für Reptilien ausgegeben. Sie wissen, was in Berlin alles noch gemacht wird. Gleichzeitig Zahlungsstopp für die Schulen. Also man kommt sich inzwischen als Journalist ein bisschen vor wie in einem Irrenhaus, muss ich ganz klar sagen. Wie der Henrik Broder ja so gerne sagt, wenn Deutschland überdacht wäre, wäre es eine geschlossene Anstalt. Das ist etwas zugespitzt und ich würde das nicht für ganz Deutschland gelten lassen, aber für gewisse Teile von Berlin würde ich durchaus sagen, da ist das so und das erlebt man ja selbst in Berlin. Man aus Charlottenburg nach Mitte kommt in die Politik-Ära, da Ära, nicht Ära in die Politik-Arena, nennen wir es mal so. Area wollte ich fast schon sagen vom Englischen, das kommt davon, wenn man zu viel Englisch redet und Russisch neben dem Deutschen. Da hat man den Eindruck, das ist wie ein Biotop, das ist eine kleine heile Welt, die mit dem real existierenden Deutschland teilweise nur noch geringe Schnittmengen hat, was auch einiges erklärt an dieser Politik. Das war's hier auf YouTube. Bitte mit mir rüberwechseln. Ich verspreche, das wird spannend, weil die Bundesregierung gegen mich austeilen wollte und in meinen Augen der Schuss gründlich nach hinten losgegangen ist. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie hier. Trotz allem, dieser Kanal ist wichtig, auch wenn ich ihn für die Teaser für die Ansage im Moment nur nutze. Bleiben Sie dabei. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.